Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Hellblade. So, in der letzten Folge sind wir hier durch dieses Feuertor durch und ich bin leider einmal gestorben und das nervt mich jetzt richtig, muss ich sagen. Weil, ihr seht schon an meiner Hand, die Dunkelheit ist weitergewandert. Und wie gesagt, wenn die meinen Kopf erreicht, dann war es das hier mit dem Game. Dann kann ich wahrscheinlich wieder neu anfangen. So ist es mir auf jeden Fall gesagt worden und ich hoffe mal nicht, dass das eintreten wird. So, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal weiter. Ich muss hier echt extrem vorsichtig sein hier in dem Spiel. Okay, da ist das nächste Tor und ich muss da wirklich vorher schon schauen, was für eine Wege ich nehme. Weil, dass ich hier nicht sterbe. Sieht alles sehr, sehr mystisch aus. Okay, da oben ist auch schon wieder so ein komisches Zeichen. Und ich weiß nicht, muss ich erst dort durch oder muss ich erst dort durch? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich jetzt erstmal hier ein bisschen um, würde ich sagen. Hier ist ja auf jeden Fall irgendwie so eine Spur am Boden, oder? Wo führt diese Spur hin? Die führt hier hin. Okay, hier gibt es anscheinend wieder. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Kampf der Götter hier oder Krieg der Götter? Okay, da oben glaube ich geht's nicht weiter. Es wird schon wieder so dunkel. Wenn es dunkel wird, kommen eigentlich meistens Gegner. Eieiei. Eieiei. Gibt es hier Waffen oder sowas? Nee, hier gibt es wieder nur 1000 verschiedene Wege. Aber ich glaube, dass man dort nur hoch kann. Wir gehen hier auf jeden Fall mal hoch. Ich schätze mal, das wird mein Weg sein aus dem Feuer, oder? Kann es sein? Hier scheint nichts zu sein. Kann ich hier runter? Ja, hier kann ich runter. Okay, dann sind wir wieder an der Statue. Oder an dem Relikt, besser gesagt. Okay, es hilft nicht, aber ich muss das Ding da triggern jetzt. Das Tor. The Northmen of Hell
worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. Man I once was has died. Okay, hier scheint es mit dem M irgendwas zu sein, oder das X, oder was es sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hier oben ist. Wo ist das R? Okay, hier sind wir wieder raus aus dem. Das muss also hier irgendwo sein. Hier runter. Na, hier ist es hier weg. Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day.
Puh, wo soll das Zeichen sein? Ich hab keinen Plan. Ist vielleicht in dem Haus. Schauen wir doch mal rein. Hier scheint gar nichts zu sein. Das muss irgendwo da oben sein. Kein Plan, Leute. Hier ist es wieder weg. Es muss irgendwo in diesem Bereich auf jeden Fall sein. Ich habe keinen Plan. Bin wahrscheinlich schon tausendmal dran vorbeigerannt. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, das war wirklich nicht einfach.
So, jetzt müssen wir das komische X finden. Ist vielleicht auch was auf dem Boden? Hier geht's wieder weg. Ah, hier kann so ein X sein, ne? Die Bäume hier vielleicht? Ja, das könnte es auch sein, oder? Ah, warte mal. Das ist es. Okay. Schwierige Geburt. Aber wir haben es ja dann doch noch gelöst. Okay, und dort ist auch schon diese Statue. Ich muss jetzt bloß schauen. Gibt es hier noch einen optionalen Weg denn dahin? Nicht, dass ich da wieder hier komplett verbrenne. Ich habe da keinen Bock drauf. Okay, wir probieren es einfach mal. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht sterbe. Okay, genau das dachte ich mir schon. Dass ich hier durch das Haus muss.
Stirb, du Vieh! Oh, Leute. Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing. Das ist überhaupt nichts für mich, ey. Das ist ein Wahnsinn. Oh, jetzt muss ich mal eine Dampfe ziehen. Trinken. So. Weiter geht's, die wilde Fahrt. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. So, okay, was ist hier? Wir müssten jetzt eigentlich in dem seinem Reich sein. Okay. Hier sind laut Tode. Kriegen wir mal neue Waffen oder sowas? Stärkere? Das wäre natürlich auch nice. Da wollen wir noch nicht hin. Okay, hier ist eine Treppe. Da ist ein Ausgang. Und da geht es zu ihm hoch. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal hier alles an. Weil ich denke nämlich, dass wir dann wieder einen Weg finden müssen durch die... durch die Feuerhölle. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Okay. Könnte ich mir vorstellen, könnte ein Weg sein. Obwohl ja hier eigentlich auch alles weg ist. Okay, da glaube ich, wenn wir runterspringen, sind wir tot. Aber ich weiß es eben nicht. Sieht man jetzt blöd mit der Kamera? Drei Zeichen, ah klar. Hier können wir nichts machen, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Und da müssen wir dann rein. Okay, ich würde sagen, schauen wir uns auch mal die Zeichen an. Das wird wieder vielleicht Stunden dauern, bis ich das hier freigeschalten habe. Ich würde aber sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich hier wahrscheinlich wieder länger brauchen werde. Genau, bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr, sehr spannend. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer